Willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wieder ist eine Woche rum und das heißt, wir dürfen wieder in Skyrim rumdüstern. Und ja, halt's Maul, Endoni. Aber wir gehen jetzt hier erstmal nach draußen und gucken mal, welche Quests wir als nächstes machen werden. Wir haben ja noch so viele Quests zu tun und wir haben den eigentlichen Questfaden schon wieder verloren. Wir können eigentlich auch wieder die Quests von der Dämmerwacht machen. Und jetzt ist halt nur die Frage, was wir dafür tun. So viele Fragen. Fragen über Fragen. Hey, was ist denn das jetzt? Nee, nicht das. Nee. Das ist das Drachenblut. Das ist hier von den Kultisten, den wir gesehen haben. Das machen wir auf jeden Fall auch noch, aber halt später. Silberne Hand. Das ist das mit dem Werwolf. Das machen wir später. Nicht heute. Versteckspiel? Nein. Der Schrein von Talos? Nein. Aha. War das das? Nee, dafür muss ich ja mehrere Sachen machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt die Quest für Dämmerwacht war. Ha. So kann es passieren. Wir können hier ja auch mal gucken, was wir hier noch alles haben. Wir haben auch noch den Schrein der Toten, den können wir machen. Wir machen immer das, was in der Nähe ist. Fertig ist die Kiste. Also zurück nach Markas und dann gucken. Na, machst du wohl mal hier den Ladebildschirm? Ja, geht doch, danke. Danke. Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Ja, nicht zu fassen. Könnte ich ja auch woanders rumhängen. So, wo ist denn jetzt hier? Der Eingang da rechts war irgendwas. Da muss ich hier wahrscheinlich immer über die Brücke und dann da irgendwo was finden und dann schönen guten Tag sagen, sozusagen. Ja, guten Tag. Schrein von Talos. Sollten wir besuchen. Und dann? Aha. Es tut mir leid, wenn ich euch in Markarts Probleme hineinziehe, aber nach diesem Angriff auf den Markt wird mir die Zeit knapp. Ja, dann erzähl mal. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus, das wird genügen. Genügen? Wofür? Ihr wollt Antworten? Die will ich auch. Ja. Die will jeder hier in der Stadt. Ein Mann läuft auf dem Markt Amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Die Wachen tun nichts. Nichts, außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Ja, nochmal zu Verständnis. Also wir hatten ja so einen Typen da gesehen auf dem Marktplatz da, der da erstmal so alles in Flammen umgesetzt hat und so weiter und so fort. Also ist ein bisschen Amok gelaufen. Also Amok mit Armen. Gut, und ihr wollt herausfinden, warum und so, ne? Das geht schon seit Jahren so. Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde, wer hinter Weilin und den Abgeschworenen steckt. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Das klingt nicht verkehrt, aber wie viel gibt's denn da? Gut, also ihr sollt Hinweise über Margaret und Weilin oder Weilin finden. Okay. Gut. Sagt mir Bescheid, sobald ihr etwas gefunden habt. Erstmal hier den Schrein von Talos aktivieren und den Segen von Talos erhalten. Episch. So. Und jetzt gehen wir wieder. Ja, Lydia. Du weißt, dass ich nie vorsichtig zu dir bin. Ja, also bitte. So. Also dürfen wir jetzt hier wahrscheinlich auch noch mit anderen Deppen reden. Fragt sich nur wo. Geradeaus, ist das dann der Ausgang oder ist das dann. Ich habe keine Ahnung. Hier unten ist was. Hier oben. Gibt's hier auch noch irgendwas Spannendes? Frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Das kann ich dir nicht sagen, du olle Wache. Gut, dann gehen wir halt runter zu dem Tor-Dingens da, was ich da gesehen habe. Hoch. Kleiner Lexbike. Oh. Ja, oh, ne? Du mich auch. Wow. So, was haben wir denn hier? The Wurrens. Dann schauen wir doch mal in The Wurrens. Kann ich euch helfen? Ja, ich suche hier zwei Deppen. Die Kaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Ja, laber kein Müll. Ich suche hier nur zwei Deppen. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Ja, aber ich muss hier, ne? Doch zwei Deppen finden. Ich meine, ich sollte doch hier reinkommen, oder nicht? Und das ist ja hier dieses Hartz-IV-Lager sozusagen. Es kommt. Das ist Kostner. Kämpfer, wie wär's mit einer kleinen Wette? Ja, ist okay. Ich bin betrunken und es ist eine Weile her, dass ich einen guten Kampf hatte. Na dann, auf. Ich wette 100 Septime, dass ich euch besiegen kann. Das ist mir aber eigentlich nicht genug, aber na gut. Abgemacht. Das nenne ich Kampfgeist. Dann mal hoch die Fäuste. Ja, okay. Wer hat denn das Kämpfen gelehrt?
zack und zack und zack und zack und immer schön in your face, hier erstmal schön ranzoomen und dann BAM! Fight Club für Arme! Und zack und nochmal aufladen hier und er macht mir gar keinen Schaden. Nochmal. So. Das reicht jetzt aber, ne? Moment. Ich kann immer noch kämpfen. Nein, nein, kann ich nicht. Das sehe ich aber auch so. Gut. Und nun? Ihr habt verloren. Gebt mir mein Geld. Hier, nehmt es. Das will ich aber auch hoffen. So. Was hast du denn noch zu sagen? Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Kanntet ihr Weilen? Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Mhm, der Schlüsselboy. Jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen. Okay, ich brauche einen Schlüssel zu Weilens Zimmer. Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Du gibst mir jetzt den Schlüssel. Vertrauen findet man hier ziemlich selten, aber nun gut. Gut. Nee, Schleichen will ich nicht unterrichtet werden im Moment und also ich sollte vielleicht die Kampfhaltung ändern. So. Was ist denn jetzt Weilens Zimmer? Homolog. Was haben wir hier? Garways. Was haben wir hier? Eingestürztes Zimmer, das ist ja auch hervorragend. Das ist bestimmt ein bisschen günstiger. Was haben wir hier? Kostnacht, das ist der, den wir gerade verprügelt haben, ne? Dann ist er gut. Habe ich ihn mal eben geweckt. Nicht hier sein. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Ja. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen? Mhm. Nein. Okay, gut. Die Geines, das brauche ich nicht. Wo ist denn da? Das Weilens Zimmer. Ah, okay. So. Okay. Was soll ich jetzt hier finden? Hier ist eine Truhe. Weilens Notiz. Höhlenbärenpelz? Wieso ist der rot markiert? Ja, ich nehme den mal mit. Graues Mädchenkleid, blaue Robe. Was ist denn jetzt in der Notiz drin? Einmal weiter runterscrollen, runterscrollen, runterscrollen. Da, Weilens Notiz. Weilen. Ihr seid auserkoren worden, die Herzen der Nord mit Furcht zu erfüllen. Geht morgen auf den Markt, ihr werdet schon wissen, was zu tun ist. Okay. Gut. Müssen wir nur noch was von dem Matrix, finden. Dann haben wir ein paar Septime verdient. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch... Los, zeigt mir bitte? Was geht denn hier gerade ab? Ehrlich mal. Wieso greift er mich an und wieso redet er nicht zu Ende? Ich kämpfe doch. Ah, ich kämpfe für die Imperium und so. Ich weiß zwar auch nicht für welches Imperium, aber bestimmt für meins. Alter. Wieder. Und dann seid ihr tot. Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist vorher tot. Siehste, sage ich doch. So viel zum Thema, er kommt wieder. So, was haben wir hier? Goldener Ring. Gott, und die Leiche schwimmt davon. So muss es sein. Jetzt habe ich hier einen richtigen Krieg angezettelt, ja? Hoch. Irgendwo höre ich hier was und irgendwas schießt auf mich. Wieso schießt denn die Stadtwache jetzt auf mich? Das gibt's doch nicht! Alter, ihr könnt mich alle mal! Molagbar, steh mir bei! Ja, ist ja gut. Ich wollte auch gar nicht gegen euch kämpfen, wisst ihr? Alter. Ich glaube, es hackt. Aua, das war Lydia. Sorry. Hey, sorry, Alter. So. Ist doch nicht wahr hier, dass die Stadtwachen hier auf mich gehen, nur weil ich da gegen den einen Typen gekämpft habe, ja? Wow! Okay. Was ist denn? Wieso ist der immer noch hier markiert? Ich weiß es nicht. Hm. Er wollte, dass ich mit ihm kämpfe. Ja, jetzt ist er down. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Quest kaputt gemacht oder ähnliches. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Aua, lass das mal hier, das ist nicht nett. Warte mal, habe ich doch hier so einen Heilzauber. Ich verstecke mich erstmal. Ich will nicht in die Mine rein. Ja, hier, du dämliche Stadtwache. Verrecke, verrecke elendig. Immer die Stadtwache, die hier meinen, die sind hier die Besten, ja? Okay. Das geht so nicht. Warte mal. Das ist falsche Taste. Nein. Wo haben wir es denn? Kleine Heilung. Starke Heilung nochmal reinhauen. Wenn schon, denn schon. Au. Au, au, au. So, Verrecke. Das kriege ich noch. Ups. Habe ich jetzt die Cutscene übersprungen? Egal. Lydia, wo bist du? Ja, okay. Ausnahmsweise. Ich ergebe mich. Ich bring mich ins Gefängnis. Aber ganz ehrlich, was sollte der Scheiß? Dann ab in die Sidna-Mine mit euch. Ich gehe ja schon. In den meisten Gefängnissen kannst du deine Zeit absitzen, indem du im Bett in deiner Zelle schläfst. Du kannst aber auch einen Ausbruch versuchen. Deine Ausrüstung befindet sich in einer Truhe für deine persönlichen Gegenstände irgendwo im Gefängnis. Alles klar. In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. Na, in super. Diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Okay. Wann komme ich hier raus? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. Ich verstehe. Sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Okay, dann gehe ich mal. Wo soll ich denn hin? Hier runter? Hallöle, was geht ab? Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Ich bin kein Jungblut, ich bin Katze. Unschuldig? Das war ich auch, jedenfalls beim ersten Mal. Die anderen Morde habe ich aber begangen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Ein Messer? Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Mhm. Interessant. Wo ist denn Griswar? Bist du Griswar? Das Nein. Frischfleisch. So weich und zart. Naja, du mich auch. Und wo ist Lydia, verdammt? Wo ist Lydia? Silbererz, ja, super. Na, wo ist Lydia? Und wo geht es hier lang? Hallöchen. Man hat mich hierher geschickt. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. Aha. Ich brauche ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Aber? Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Mhm. Ich werde es für euch besorgen. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Gut. Mhm. Warum die hier sind, will ich eigentlich gar nicht wissen. Unschuldig. Die Nord hat mir das angehängt. Weil ich will ja eigentlich nur schnell rauskommen. Eure Zeit abarbeiten. Findet eine Erzader und fangt Zeug? An. War das nicht der Typ hier eben? Warte mal. Quests. Eine Flasche Skoma für Griswar. So weich und zart. Mal sehen. Wo ist jetzt der Typ? Da hinten läuft er. So. Die anderen Gefangenen werden misstrauisch, wenn wir uns unterhalten. Seid also leise. Okay, hast du Skoma? Und ich schlitze euch auf. Das Skoma gehört mir. Ich brauche etwas. Dringend. Kommt ihr das Zittern? In Ordnung, nehmt es. Mögen die Götter euch beschützen.
Okay. Gut. Dann haben wir jetzt also ein Skoma. In Skoma gehen wir zum Typen mit dem Messer. Und was werden wir mit dem Messer einrichten? Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Ich habe mich einmal... Ich habe euer Skoma. Hier ist eure Klinge. Versprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Je nachdem, wie du dich anstellst, ne? Gut. Dann legen wir doch immer das Messer an. Waffen. Ausrüsten. Okay. Gut. Machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt einmal zu den Deppen da hinten, der mich eben schon genervt hat, weil er hier so zickig ist und alles. Wenn ich hier rauskomme, töte ich einen Nord. Und... Was denkt ihr, was ihr da macht? Och, ich töte dich. Ja, warum kann er denn zaubern? Ist doch nicht wahr. Nicht mal einfach töten kann man hier fangen, denn ist doch nicht wahr, ehrlich. Alter, lässt du das wohl hier? So. Einmal hochheilen. Wehren die sich einfach, ich glaube, es hat. So, Skoma mitnehmen, wozu auch immer. Und noch ein Messer. Man weiß ja nie, wozu man das gebrauchen kann. Messer wegstecken. Und weiter zum nächsten. Ich werde sie alle töten. Bis auf den letzten. Ah, okay. Die haben jetzt schon gemerkt, dass ich hier. Ne? So ein bisschen hier. Auf Akkutour bin. Ah, was machst du denn da? Was bist denn du für ein krasser Feuermagier? Okay, ich glaube, ich kann das nicht. Ach, da kommt der nächste her. Gut, so viel dazu. Okay.